Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Krefeld-Wolfsburg. 4.006 Zuschauer sehen einen 4:1-Sieg der Krefelder. Zu meiner Linken Gästetrainer Pavel Groß, zu meiner Rechten Franz Fritzmeier. Ihr Gästestatement bitte. Ja, guten Abend. Gratuliere Franz zu dem Sieg. Cleverness eigentlich auch für den Friedenssieg. Zum Spiel möchte ich nicht so sagen. Ich glaube, die zwei Schiris heute, die waren solide, die waren gut. Obwohl wir verloren haben, sage ich nicht so viel, die waren gut. Aber die waren die Linesmänner, muss ich sagen, es ist eine Katastrophe. Wissen Sie, wenn ich 15 Leute von einem Face-Off rausschmeißen muss, da muss ich mir langsam auch Gedanken machen, ob ich als Schiedsrichter, als Linesmann vielleicht was falsch mache. Wenn das 3 oder 4 sind im Spiel, ist es okay. Aber wenn das 15 sind auf beide Seiten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, muss ein bisschen Gefühl haben und irgendwann mal, weiß ich nicht, auch was ändern. Danke. Franz? Ja, guten Abend und danke, Pavel. Und ich muss sagen, ich gebe Pavel zu 100% recht seiner Aussage. Dann, ja, zum Spiel. Ich denke, wie der Pavel auch sagt, wir haben heute sehr clever gespielt. Ja, wir wussten nach der langen Reise nach Berlin, ja, den 24-Stunden-Trip, dass es nicht einfach wird. Ja, man hat gesehen gestern im Training, dass wir nicht ganz so frisch waren. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen gut stehen, dürfen nicht zu viel Energie verbrauchen. Und deswegen hatte, denke ich, Wolfsburg am Anfang auch ein bisschen Übergewicht. Aber die Phase haben wir gut überstanden und haben dann im richtigen Moment auch die Tore gemacht. Und ja, im Laufe des Spiels, denke ich, haben wir unsere schweren Beine rausgelaufen und haben uns dann befreit und haben sehr clever weiter gestanden und, wie gesagt, im richtigen Moment zugeschlagen und, denke ich, dann auch verdient gewonnen. Danke. Gibt es Fragen an beide Trainer? Frank Lang? Ja, Franz, der Henrik Eriksson, 2 Tore heute geschossen. Unter deinem Vorgänger lief es bei dem Jungen nicht so gut. Was ist dein Anteil, dass er jetzt so regelrecht explodiert? Eine Frage nach der Leistungsexplosion von Eriksson. Wie ich letztens schon mal gesagt habe, Henrik hat natürlich lange Zeit gebraucht, um sich an die Liga zu gewöhnen, an das höhere Tempo, auch taktisch gesehen musste man viel mit ihm arbeiten. Aber was ich ihm Henrik hoch anrechne, hat immer gut zugehört und hat nie aufgegeben, auch an den Tagen, wo es schwere Momente für ihn gab, wo er auf die Tribüne musste. Er hat immer weitergearbeitet, war, wie gesagt, immer sehr aufmerksam, hat alles gegeben im Training und jetzt belohnt er sich selbst dafür. Gibt es weitere Fragen? Herr Groß, Sie gehen ja in die Playoffs, keine Frage. War das heute mehr eine schöpferische Pause oder warum ist es Ihnen nicht gelungen, bis zur ca. 30. Minute, wo Sie überlegen waren, mehr Spielanteile zu haben bzw. mehr Tore zu erzielen? Eine Frage nach den mangelnden Spielanteilen von Wolfsburg. Zwei Sachen stimme ich gar nicht zu, dass wir in den Playoffs sind, überhaupt nicht. Da müssen wir noch ein paar Punkte eigentlich auch gewinnen. Heute hätten wir die gute Chance eigentlich dafür gehabt. Zu dem zweiten Teil, ja, Sie haben völlig eigentlich recht. Uns haben eigentlich vielleicht die letzten 10-15% heute gefehlt. Ja. Es ist schwer. Es ist keine Kritik an die Mannschaft. Ich meine, wir haben wenig Leute, das ist ja klar. Haben wir schon vor der Pause mit wenig Leuten gespielt, wir haben ein bisschen Verletzungspech jetzt gehabt und manche sind ein bisschen müde, das ist ja klar. Aber es ist auch für mich keine Ausrede, überhaupt nicht. Man muss trotzdem den Weg einfach finden, das Spiel, so ein Spiel zu gewinnen. Ich mache mir da nicht so viel Gedanken eigentlich, was die Offensive angeht. Du kannst auch mit einem Tor gewinnen. Aber mach mir ein bisschen mehr Gedanken, warum wir eigentlich so viele Gegentore bekommen haben. Ja, wenn man natürlich das zweite, das dritte so hintereinander bekommt, weil man da bei den Rebounds nicht so konsequent ist. Es kann nicht sein, dass der Gegner schießt und auch den Nachschuss hat. Da waren wir, muss ich sagen, in der ganzen Saison sehr, sehr konsequent. Deswegen haben wir auch, oder sind wir eine der Mannschaften mit den wenigsten Gegentore. Aber gut. Die Sachen werden wir ändern und dann, wenn wir auch 1-1 oder 0-0 lange halten, dann können wir vielleicht das entscheidende Tor schießen und zwar schon am Sonntag. Gibt es weitere Fragen?
Das ist nicht der Fall. Die Pinguine gehen jetzt mit breiter Brust in das Derby am Sonntag gegen Düsseldorf. Am Mittwoch spielen wir in Hamburg. Den Gästen eine gute Heimfahrt. Guten Abend.